gleichen Gegner klein machen und dann nochmal auf den draufhauen oder so. Ist das der gleiche Gegner? Eigentlich ja, ne? Ja, eigentlich sieht das nach demselben Gegner aus. Oh Gott, nein, hör auf zu lenken. Nein, nicht! Spiel, tu was! Beweg dich! Okay, ich glaube gleich verbricht. Ich sollte vielleicht nicht nur die Anzahl der Tode vermerken, sondern auch die Anzahl der Disconnects. Ja, yep, okay, da ist die Verbindung abgekackt. Och, Mann! Ah! Alter, wenn das direkt in irgendeinem Bosskampf, falls ich jemals zu irgendeinem Bosskampf kommen würde, passiert, dann ist definitiv was mal so richtig Rage Quit. Wie viele Disconnects hattest du jetzt schon? Ist ja jetzt, glaube ich, der vierte oder so? Ich glaube auch, das war der vierte. Ich sehe schon, der Counter wird groß. Todescounter, Schreikounter, Disconnect-Counter, Überforderungscounter, Dreieck-Counter. Ah. Okay, Verbindung wiederhergestellt. Ja, ich habe allerdings noch kein Spielefenster. Ich habe das mal mit Disk abgekürzt. Ich hoffe nicht, dass Leute jetzt denken, hey, das ist schon CD Nummer 4 von dem Spiel. Das wäre schlecht. Also ich wollte gucken, ob das die gleichen Gegner sind. Ja doch, an sich sieht das. Also es sieht so aus, ne? Also dann nimm lieber das kleine. Ja. Wobei, das ist ja auch, aber du hast damit nicht so viel Reichweite. Ja, das weiß ich. Oh. Hey, der hat noch was, was du aufheben kannst. Warum hebst du das nicht auf? Oh, lol. Okay. Hey, Eine Blattweil. Also, die wird sowieso irgendwann wieder dem ersten Angriff zum Opfer fallen. Ja, ich wollte gerade auch sagen, so, jetzt instant hier. Oh, da sind gerade nur zwei. Wieso? Ich habe keine Ahnung, aber das ist gerade gut, oder? Ja, aber wo sind die anderen? Egal, die sind weg! Hä? Oh Gott, das ist total irritiert. Moment, merkt das Spiel, dass ich... Ja, dass du so noobig bist, dass es dir das einfacher macht und jetzt gehen die einfach weg und du machst nichts. Oh. Nee, jetzt mal aber im Ernst. Ich habe keine Ahnung, ob das daran liegt oder nicht. Hä? Oh, übrigens, du kannst auch eine Combo machen, wenn du einen solchen Schlag ausführst und dann eine Transformation deiner Waffe machst mit dieser einen Taste. Oh, das war schön. Aber du solltest weiter angreifen in solchen Fällen. Ja, tat ich ursprünglich. Oh, noch ein Molotov-Cocktail. Ey, die kriegst du ganz gut zusammen. Da. Und wenigstens drückst du nicht versehentlich die Taste, mit denen du sie wirfst. Mit der du sie wirfst. Komm mal raus da, sonst hau ich wieder gegen. Komm mal her! Kann es nicht hier einfach nur die ganze Zeit diese kleinen Gegner sein? So das ganze Spiel durch? Das fände ich viel besser. Also eigentlich sind das alles nur kleine Gegner. Du stellst dich nur so... Nein, Quatsch. Ja, doch, ich stell mich schon echt blöd an. Ich merke es. Ja, aber es ist alles eine Sache der Übung, würde ich sagen. Also ich denke, du wirst es auch irgendwann so... Also da wird sich noch Skill entwickeln. Dein Blutfleck. Yay! Übrigens, auch Gegenstände, die du aufhebst, können dir Blutechos verschaffen, wenn du sie verkaufst. Dafür gibt es einen Händler. Also wenn du mal irgendwie so 1500 oder so zusammen hast, dann solltest du mal versuchen, die auszugeben. Okay, da kommen sie wieder. Da kommen sie wieder. Ich sehe sie. Ich habe sie kommen sehen. Ich habe es kommen sehen. Ja, da. Ich sehe die Fackel. Ich sehe die bewegende Fackel. Die habe ja ich nicht mal da gesehen. Ah, jetzt. Nein, das ist keine Fackel. Das ist eine Pitchfork. Nee, das ist ein...
nennt man das nochmal? Eine Heugabel? Mistgabel? Heugabel? Ja. Okay, jetzt sind sie wieder so viele. Alles klar. Okay. Da kommt dann gleich mal so der Klassenausflug. Hi. Hey. Und hinten dran noch einer. Na, wenigstens den einen, den kriegst du doch wohl. Hey, hey, guck mal. Hey, hey, Typi. Nein, du da. Nein, du da. Hi. Hallo. Hi, hier. Ja, genau, du, der da stehen bleibt. Ja. Los. Ja, komm her. Du musst schon runter, glaube ich. Aber ich will die anderen sind jetzt schon weg. Hey, hey. Ja, jetzt geh von hinten ran. Los. Nein, das war die Du Bühne. Hast es geschafft, ey. Schon wieder Dreieck. Es ist, sobald ich meinen Finger da wegnehme, kommt dann sofort der Dreieckknopf. Ah. Wieso ist das in so vielen Spielen, die ich in letzter Zeit gespielt habe, bloß der Angriffsknopf? Und keine Ahnung, aber gewöhn dich an einen anderen Angriffsknopf. In diesem Spiel gibt es drei Hauptangriffsknöpfe. Und keiner davon ist Dreieck. Wenn man den Transformationsangriff in einer Combo mitzählt, dann gibt es eigentlich sogar vier Knöpfe zum Angreifen. Aber einer von denen funktioniert halt nur seltener als Angriff. Ja, genau, der Knopf, wenn du in einer Schlagkombo bist, dann ist das auch ein Angriff. Hey! Der gleichzeitig sogar deine Waffe größer macht. Nein! Los! Ja, das passt gut. Oh, Dreieck, ich hab's genau gesehen. Also wirklich. Wenn es irgendwann daran scheitert, du bist am letzten Boss angekommen. So, der Boss nur noch auf, was weiß ich, 5%. Du bräuchtest eigentlich nur noch zwei Schläge oder sowas. Eine große Combo. Und dann auf einmal Dreieck. Und das am besten gerade, wenn die Zeit abläuft oder so. Okay, es geht weiter. Ja. Okay, da waren es nur noch zwei. Puh. Ja, das schaffst du. Also wenn du den mit dem Schild ganz schnell wegmachst, wegläufst, während der andere noch nicht angegriffen hat, dann... Treff ich dich noch? Oh Gott. Ja, oder so. Okay. Na, der kommt jetzt langsam ran. Das ist mir egal. Hauptsache, du kommst her und der andere geht weg. Ja, wenn du zu weit wegläufst, dann dreht er wieder um. Verdammt. Naja, du kannst ihn weiterhin abschießen, wenn du willst. Vom Weiten aus. Du kannst ihm auch mehrere Kugeln reinjagen, bis er keine Lebensleiste mehr hat. Hi, komm her. Hallo, Baby. Hallo. Na komm. Put. Also ich denke, innerhalb von vielen, vielen Stunden würdest du es auch hinkriegen, dieses Spiel durchzu... Nein! Das ist ein Witz. Ganz ehrlich, du kriegst von dem Spiel schon Blutfiolen geschenkt und dann verballerst du sie, als wären es, weiß ich nicht, Quecksilberkugeln. Ich mache es echt nicht absichtlich, ist es echt. Ah! Das regt mich ja selbst gerade auf. Sogar sehr. Hi. Hi, du. Dann tu es weniger. Weil es tut mir auch irgendwie in der Seele weh, wenn ich das sehe. So. Aber ich merke, das Spiel kann ja gar nicht so schwer sein, wenn... Ach du Scheiße. Angriff! Gegenangriff! Damit du noch ein bisschen Lebensenergie zurückbekommst. Ja, du hast wieder eine Blutfiole, die du verballern kannst. Oh, ist das gemein, wenn ich sowas sage? Nein, alles gut. Schön. Hi. Es ist auch, ich drehe mich extra in die Richtung, dass ich den gleich anvisieren kann. Ja, und dann auf einmal... Und er visiert ihn dann aber nicht an, sondern zentriert es zurück. Obwohl ich ihn direkt sehe. Ja, irgendwie, das ist, glaube ich, das ist echt so ein so knapp an der Ecke Moment irgendwie so. Also, dass das Spiel eigentlich anders logisch sein müsste, aber laut... Spielinterner Mechanik ist doch nicht so läuft. Es ist halt. Also Spiele basieren ja immer auf einer Logik und die ist etwas so, schwer für den Spieler zu erkennen. Ja, pass auf. Ich hatte die alle so relativ gut weg
Ja. Statt nur noch ein Schwert mit Chitubis und plötzlich ist die Patrouille, die da umher nach oben läuft, runtergerannt gekommen. Oh. Man muss auch hier echt wieder jeden einzelnen pullen am besten dann. Beziehungsweise die zwei da, die da immer mitkommen, die sind ja anscheinend nicht so schwer. Also es geht. Ja, Jungchen, beweg dich. Außer natürlich, während du gegen die kämpfst, hast du auf einmal übelsten Lag. Das wäre scheiße. Okay. Okay, da hat mich einer gesehen. Alles klar. Los, 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 hoch. Also ran, weil der... Komm her. Danke. Yes. Oh nein, nicht zwei, nicht zwei, nicht zwei, alles doch nicht zwei. Zwei, los, du schaffst das. Näher ran, ja, nein, oh, egal, jetzt den anderen anvisieren und das ist super. Naja, nicht ganz. Okay, aber du hast deine Lebensenergie fast wieder voll aufgefüllt nach dem Schlag. Nicht schlecht. Okay. Da sind jetzt übrigens welche, die gehen wieder zurück zu diesem Tor und... Weiß ich nicht, die kommen irgendwann von hinten wahrscheinlich. Das ist so diese... Die, ah, die das sind das. Das bestimmt die zwei, die mich dann auch letztes... Irgendeine Male... Irgendwann Tode mal, ja. Vor mittlerweile schon 3, 4 Toten. Ja, drauf. Sehr schön. Oh, Mist. Los, genau. Ah, noch einen Treffer gut reinbekommen. Und vor allem, weißt du, was du in den letzten 3, 4 Kämpfen nicht gemacht hast? Reingedrückt. Ja, du solltest es aber andererseits auch nicht verlernen für den Fall, dass du mal wenig Leben hast. Und gerade in Bosskämpfen sind Blood Vials ganz wichtig. Aber halt immer nur, wenn sie dann benutzt werden, wenn sie auch benutzt werden sollen. Wenn es auch wirklich nötig wäre, reinzudrücken. Ja. So, nochmal einen Versuch starten. Also, so. Wie gesagt, aufgeladen mit dem rechten Trigger und, ja. Und wenn du den gelandet hast, diesen aufgeladenen Angriff, dann benutzt du den rechten Bumper. Also diese andere. Ja, ja. Du weißt schon. Okay. Wenn du das hinkriegst, dann applaudiere ich dir. Nein, 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 nein. Langsam gehen. Mal sehen. Langsam gehen! Ja gut, falls er sich umdrehen sollte, haust er einfach drauf, aber ist ja Übung gerade. Nein, zu weit weg. Ja, zu weit weg. Und los, los, los! Oh, du hättest es tun können. Du hättest es sogar tun müssen eigentlich. Hallo? So. Also du hast gesehen, wie er hingefallen ist nach vorne, ne? Ha. Und hättest du dann diese andere Taste gedrückt, dann hättest du ihn von hinten nehmen können. So richtig geil von hinten nehmen können. Oh ja, so richtig geil von hinten. Aber wenigstens hast du auch nicht stattdessen Dreieck gedrückt. Ja! Das war was ganz Neues. Ah, verdammt, krieg den da oben, genau. Den wollte ich erst umbringen und dann kam mit von da die runter. Ja, sowas kann passieren, das stimmt. Also jetzt wäre ein bisschen Lebensenergie gut, wenn du da rein willst. Ja. Jetzt hast du es ausnahmsweise mal im richtigen Moment benutzt. Außerdem, du kannst mal deine Molotow-Cocktails ausprobieren. Aber ich würde es nicht machen, wenn du da dieses Geländer im Weg hast. Du solltest wirklich eine ganz freie Sichtbahn haben, wenn du das machst. Warte, mit welchen Tasten mache ich das jetzt? Nicht mit dem Geländer im Gesicht. Achso, Viereck war das, okay. Nicht tun. Ja. Sind da eigentlich wieder welche runtergegangen, oder... Nee, da sind keine lang gegangen jetzt. Nee, nee, nee. Das war nur die Patrouille, die so aussah, als ob. Aber, Ich brauche eine freie Wurffläche. Ich schaffe das. Ja. Konzentriere mich und kriege das hin. Du schaffst das. Ab wann sieht der mich eigentlich? Wer denn? Der da oben? Oh, das ist schwer zu sagen. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber der hat eigentlich ein ziemlich gutes Sichtfeld. Also da würde ich noch näher ran, bevor du wirfst, weil ich kenne die Reichweite von dem Molotow-Cocktail. Also